Gut. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der heute ein bisschen. Das ist selbstverständlich. Wir gehen alle drauf, bitte. Ich sag jetzt mal du so, der kannst Teil dich dieser hier Mission überleben. ist jetzt Du begreifst das nicht. heute Wir mal zeigen nicht ihnen das endlich, wer wir Spannendste. wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Aber dafür haben wir danach Markus, bitte tu das nicht. die Chance. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. In der nächsten Mission ein bisschen weiterzukommen. Das ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Ja, das stimmt. Jetzt warten wir eben, bis der fertig ist. Dann gehen wir einmal so quer durch. Wir können ja ruhig das vernünftig machen und ruhig ein paar umwandeln. Wir müssen ja jetzt hier du nicht so bist durchrushen. Das ist ja auch blöd. Wobei, ich meine, wir haben jetzt schon super viel gesehen. Wir haben jetzt schon so viel auf 100% gemacht. Das ist jetzt dann nicht mehr so ganz entscheidend. Guck mal, hier ist noch einer. Bitte einmal umwandeln. Komm mit uns. Kann es sein, dass die Anzahl der Androiden hier variiert, je nachdem, wie die öffentliche Meinung zu denen ist? Du bist jetzt Weil ich glaube, die Frau eben mit der Tragtasche hatte ich noch nicht vorher gesehen, aber das kann natürlich jetzt auch ein Irrtum sein. Du bist jetzt frei. Ja, jetzt meckert der Typ. Bla bla bla. Wir greifen ein. Ich muss die Straße blockieren. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Ich meine, wir mussten es sowieso machen. Ich wollte eigentlich hier zu dieser wunderbaren Dame hingehen du bist und aktiv rein. Ja. Dann joggen wir einmal ganz bequem hier rüber. Die sind ja schon auf unserer Seite und befreien die hier noch. Und dann gehen wir auch zu dem Kanaldeck hin. Wir müssen ja jetzt auch nicht unnötig viel Zeit verplempern. Ein bisschen was weitermachen. Du bist frei. Schade ich aber auch nicht. Ja, ich denke, heute Abend werde ich mich mal ein bisschen anschneiden setzen. Das ist auf YouTube. Auch mal wieder ein bisschen was passiert. Ich meine, das ist ja schließlich mein Archivkanal und da ist jetzt seit auch schon irgendwie schon Ewigkeiten nichts mehr gekommen und das, obwohl ich noch so viele Parts habe. Das entschuldige ich natürlich, dass das so lange dauert und dass das auch jetzt erst weitergehen wird. Aber besser als nie. Du bist also, wenn jemand was verpasst hat oder was nachgucken möchte, kann er einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Das ist ein Archivkanal. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt, ich sag jetzt mal so, es ist jetzt, ich lade halt einfach die Streams hoch, ne? Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt, dass es besonders aufwendige Videos sind oder so. Nein, das ist einfach mein Stream, Parts geschnitten. Irgendwie gehe ich schräg, ne? Gewusst, ne? Dass mein Plan, den ich damals gemacht habe, mir ja, den ich ja eigentlich gestern umsetzen wollte, so lange dauert, ne? Ich weiß nicht, ob ich das alles auf heute geschoben hätte. Aber gut, nein, wir kommen gut voran. Ich bin nicht unzufrieden.
Hier niemand mehr? Da möchte noch jemand. Noch jemand? Was zur Hölle macht ihr hier? Hey! Auseinander! Können wir demonstrieren? Das ist gut. Das ist ein Befehl! Nö, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Ich drehe mich lieber noch einmal im Kreis, gucke, ob ich noch was übersehen habe. Und da wir komplett friedlich sind. Und ich finde, das wirkt einfach Hammer. So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ja. Ich weiß nicht. Hunderte? Das stimmt. Tausende? Wir sind ein Volk. Sie marschieren! Die Straße runter. Das weiß ich doch nicht. Wir sind lebendig. Boah, ey, mit der Kameraperspektive ist das ja mega cool. Gleiche Rechte. Lasst uns frei. Oh, schade, dass die Kamera sich umgedreht, aber wenn diese ganze Horde so auf einen zukommt, das ist schon ganz cool. So, jetzt kommt die Polizei, was machen wir? Wir greifen wahrscheinlich an, ne? Oh, der einfachste Ausweg. Das war nicht. Ich erinnere mich noch an viele, viele Skillchecks, die ich letztes Mal direkt am Anfang gemacht habe. Aber diesmal bin ich jetzt ein bisschen besser drin und dann werde ich das hoffentlich hinbekommen. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Doch, wollen wir. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen dabei. Nein, der Krieg gibt es, wenn ich mich bitte dafür entscheide. Auch wenn das unser Tod ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Mach das nicht, Marcus. Wähle nicht die Konfrontation. Folgt mir! Doch, wir wählen die Konfrontation. Geht ja gut los hier. Schütteln. Den kann ich nicht. Ah. Hier. Das anfängt, wenn ich auf die Schnauze kriege hier, ne?
Oh, bin ich gerade konzentriert. Nein! Uff! Okay. Die weiß ich nicht, wo es ist. Die weiß ich, wo es ist. Aber wir haben gewonnen! Aber wir haben gewonnen! Wie oft habe ich verkackt? Dreimal? Ich gehe ja noch. Ich könnte mir vorstellen, dass die öffentliche Meinung jetzt vielleicht... Ja... die Öffentlichkeit mag uns bestimmt immer noch richtig gut. Mit der haben wir uns jetzt sehr wahrscheinlich verscherzt, aber... Haben wir gesiegt? Für unseren aktuellen Auftrag, den ich mir selber gegeben habe, ist es leider nur sinnvoll, wenn wir uns das Ganze hier angucken. Ja, es war klar, dass die öffentliche Meinung uns jetzt nicht mehr ganz so toll findet, ist klar. Aber was soll ich machen, ne? Es ist halt so, wie es ist. Hier fehlt jetzt auch nicht mehr viel. Das werden wir im nächsten Playthrough dann sehen. Wenn wir den Kampf verlieren und dann nichts tun. Sind wir jetzt wieder bei Amanda oder sind wir... Wir sind wieder bei Amanda. Warum? Da steht die Gute. Ja, geh mal zurück. Aber ich glaube, das Gespräch mit ihr jetzt ist ja nicht so unglaublich lang. Das sollte also ja, zügig vonstatten gehen. Mit Hank kommen wir zwar im Moment nicht klar, aber... Ja, gut. Ich glaube, mit Connor haben wir in diesem Playthrough einfach ja, wir haben einfach nichts erreicht, was wir erreichen wollten, glaube ich. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir die Software-Instabilität so hoch kriegen, dass wir zum Abweichler werden können jetzt noch. Ich habe bei Kamsky nichts erfahren. Ich dachte, RA9 wäre der Schlüssel zu allem, aber... Ich lag falsch. Ich bin nicht einzigartig, nicht wahr? Wie viele Connors gibt es? Diese Frage hat wohl kaum etwas mit der Untersuchung zu tun. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen, dass wir hier... Hat Kamsky diesen Ort erschaffen? Er erschuf die erste Version, seitdem wurde sie erheblich verbessert. Warum fragst du? Sie haben mir nicht alles gesagt, was Sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine... Egal, Männer stellst. Muss mich nie mögen. Ich möchte, dass die Software instabilisiert. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Zweifel oder Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Oder für Lieutenant Anderson? Ich hatte Gedanken, die nicht Teil meines Programms gut, sind. Gut, perfekt. Ich muss in Betracht ziehen, dass ich gefährdet sein könnte. Du wurdest mit schwierigen Situationen konfrontiert. Jetzt hoffe ich mal, dass das gereicht hat, dass wir doch noch zum Abweichler werden können. Das macht dich doch nicht zum Abweichler. Das werden wir dann aber erst im nächsten Stream sehen, denn wir werden nach dieser Mission, werde ich den Stream beenden müssen. Aber wir sind anders dran. Wir,
Wir brauchen nur mehr Zeit. Es kann sein, dass wir uns diese Mission heute zwar noch zweimal angucken, das ist keine normale Untersuchung mehr, damit das ist wir näher an die 100% rankommen und wir nicht alles nochmal so machen müssen. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Ja, ich finde es auch schade. Ich muss sagen, ich würde auch heute gerne länger machen. Aber ich kann halt leider nicht. Es ist halt, es funktioniert nicht. Ich denke, vielleicht schaffe ich es morgen früh dann nochmal dafür zu streamen. Und dann machen wir morgen früh vielleicht nochmal ein bisschen weiter. Etwas, das ich schon längst hätte tun sollen. Aber heute werde ich das nicht hinbekommen. Lass dir Zeit. Ich habe genug darüber nachgedacht. Ich hab die Schnauze voll von dem Scheiß. Ich hält hier gar nichts mehr. Nicht der Fall. Nicht mein Partner. Du bist ja auf meinem Discord-Server, das heißt, du wirst es nicht verpassen, wenn es weitergeht. ja, wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall das Spiel noch zu... Die letzten paar Prozente werden wir uns auf jeden Fall noch angucken. Das sind deutlich mehr Sachen, als ich dachte. Noch, muss ich auch ehrlich sagen. Also, ich meine, es ist schon noch eine ganze Menge, weil das ja ein bisschen umständlich ist. Aber es ist auch vollkommen okay. Ich kann verstehen, warum das Spiel das so macht. Ich persönlich finde es ein bisschen blöd, aber da kann das Spiel ja nichts für. Weißt du? Okay. Er kommt an, haltet ihn! Alles klar, ich hab ihn. Wir brauchen das halt sozusagen dafür. Ja, wir gehen jetzt natürlich in die Asservatenkammer und werden zusehen, dass wir Jericho finden. Dann werden wir wahrscheinlich in der Asservatenkammer nochmal starten, Jericho nochmal finden. Und. Obwohl, ich muss sagen, ich bin neugierig, ich rede mit dir, ob das gereicht hat oder nicht. Wo willst du hin? Ja, wir gehen einfach. Hey Arschloch, kann ich rede mit dir. Zykali. Das sag ich jetzt mal nicht. ja. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier vorankommen. Denn auch in dieser Mission wollen wir natürlich 100% haben. Wir wollen ja überall 100% haben. Hanks Passwort. Ja, das weiß ich noch was ziemlich genau. Ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen. Ja, ich kenne ja Hank. Natürlich. So. Wo ist Jerry? Wir haben viel Auswahl. Wir haben nur Rupert nicht diesmal hier. Und ich muss jetzt ganz ehrlich mal gucken im Ablaufdiagramm. Was fehlt uns denn hier noch? Uns fehlt hier unten noch irgendeinen Kram, mit dem wir dann Markus imitieren. Gute Frage. Nächste Frage. Keine Ahnung. Uns fehlen die beiden. Das gucken wir uns heute an. Und die Statue würde ich mir gerne heute angucken. Was ist denn hier unten denn der Fall? Das weiß ich überhaupt nicht. Das kann ja alles sein. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken aber erstmal hier nach den Tracys und dann gucken wir uns das mal an. Was da unten ist, finden wir auch noch irgendwie raus. Die beiden Tracys aus dem Eden Club. Wollten sie auch nach Jericho? Wussten sie, wie sie es finden? Okay.
Okay. Was hast du hier? Du brauchst ein 6755 Nee. Das soll nicht so das Problem sein. Hast du den durch Zufall, das, was deine Kollegin braucht? Ja, perfekt. Ja, dann setzen wir das doch auch ein. Tracy. Wo ist Tracy? Du musst mir helfen. Ich kann ein Desaster verhindern, aber ich muss wissen, wo Jericho ist. Ich erinnere mich. Okay, sie weiß auf jeden Fall Bescheid. Wir hätten fliehen können. Nein, du lebst doch noch, siehst du das? Das wird ja nicht reden können. Schalt mich ab. Ich will lieber tot sein, als ohne sie zu leben. Ja. Das ist mal eine Ansage. Oh, das ist jetzt aber. Also, das ist jetzt schon hier. Gut. Wow. Ich dachte, du wärst tot. Ja, es ist nur ihr Kopf. Was passiert hier? Tracy! Ja, du wurdest verarscht. Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Hi. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Alles klar, bis morgen. Viel wirst du nicht mehr verpassen, also. Gott, bin ich schlecht gerade in den Skillchecks, ey. Was denn? Aber gewonnen habe ich trotzdem. Zwar überhaupt nicht verdient und eigentlich hätte Connor. Ja, ich sag nur so, wie es ist. Ich hätte verlieren müssen, aber. Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Drück den Alarm, schnell! Naja, bis morgen! Schön, dass du so lange da warst und ich freue mich, dass ich dich morgen wiedersehen darf. Im Chat. Wenn du da sein wirst, wenn du da bist. Ja, damit haben wir dann den Weg freigeschaltet. Ja, fortfahren. Auch wenn wir nicht fortfahren, sondern ins Hauptmenü zurückkehren und uns das nochmal angucken, damit wir einfach 100%, nee, ich rieche sie schon.